Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge in Minecraft. Heute wollen wir das Häuschen bauen von Typisch Andy, einer alten Cartoon-Serie. Der Typ hat immer Streiche gespielt, die besten, die man je gesehen hat. Und wir wollen natürlich, dass er auch in unserer Stadt mal ein paar Streiche spielt. Da brauchen wir natürlich auch sein Häuschen, damit er sich hier heimisch fühlt. Da würde ich mal ganz einfach sagen, schnappen wir unsere Blöcke und fangen gleich mal an. Dann hol dir mal zum Start erstmal ein bisschen weißen Beton raus, denn türkiser Zement ist dabei, glatte Quarzstufen, denn dunkle Prismarinstufen, weiße Keramik, also hellgrauer Beton holen wir uns ein bisschen raus und als Holz empfehle ich heute dieses Birkenholz. Die Blöcke, Treppen und Stufen begleiten uns. Wir beginnen dann erstmal mit unserem weißen Beton und zeichnen uns ein schönes Rechteck einmal lang. Da fangen wir erstmal mit der Vorderseite an und ziehen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke erstmal gerade lang. Dann gehen wir an den Seiten nochmal nach hinten weg. Und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier 11, vorne 17. So, an der Seite ziehen wir ja auch nochmal 10 hinten ran und können das dann auf der Rückseite miteinander verbinden. Wenn wir das soweit haben, wollen wir das Ganze auch erstmal hochsetzen. Auf der Vorderseite haben wir das Ganze auf 8 Blöcke hoch. Ich zähle den unteren jetzt mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und auf der Rückseite machen wir das nur auf 7 Blöcke hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halt ein niedriger, als wir auf der Vorderseite das haben. So, jetzt können wir das einmal auf der Rückseite wie Vorderseite hier einmal so lang ziehen. Wenn wir das dann soweit auf der Vorder- und Rückseite fertig haben, kommen wir natürlich jetzt noch zu den Seiten. Die können wir jetzt hier erstmal natürlich glatt miteinander zuziehen. Und wir wollen dann, sag ich mal, nicht nur jetzt hier unten die Fläche einmal zumachen, sondern auch hier oben das schon vorbereiten fürs Dach. Und das ist ganz einfach, und zwar wir fangen auf der Vorderseite an und wir machen das hier wieder pyramidenartig. Nur, dass wir jetzt hier nicht nach hinten das einmal komplett ziehen, sondern lassen hier schon mal eine Blockreihe Platz. Und dann geht es hier so pyramidenartig hoch, bis wir oben nicht auf eine Einermitte stoßen, sondern auf eine Zweiermitte. So, ganz einfach. Wir machen es nochmal zusammen auf der anderen Seite. Also, du kannst es hier einmal so rüberziehen zur anderen Seite. Dann machen wir jetzt hier so eine schöne Pyramide rauf. Und wie gesagt, das machen wir so lange, bis wir zur Zweiermitte kommen. Wunderbar, hier haben wir sie. Den unteren Teil, den können wir natürlich hier einmal zumachen. So, meine Seiten sind jetzt zugezogen. Jetzt möchte ich mir natürlich noch eine Garage einmal an der Seite ranbauen. Ich achte darauf, dass ich mir auf der Vorderseite, die Vorderseite ist da, wo wir hier 8 Blöcke haben von der Höhe, einfach noch 2 Blöcke Platz lasse. Dann setze ich mir gleich einen hin und den können wir mal gleich schon mal auf 5 Blöcke einmal hoch machen. Oh, wunderbar. So, dann lassen wir einen Abstand von 4 Blöcke und setzen hier nochmal so eine 5er Strebe einmal hin und haben auf der Rückseite noch so um die 3 Blöcke. So, das Ganze kannst du jetzt nach außen ziehen und zwar auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Und nach vorne halt genauso wie wir es jetzt hier haben, das wäre jetzt hier eine Breite von 6. Wunderbar. So, das Ganze können wir natürlich hier auf 5 Blöcke einmal hochziehen. So, auf der Vorderseite kannst du natürlich hier auch noch einen Träger dir einmal basteln. Und wer möchte, kann auch gleich schon mal das Garagentor hier einmal reinsetzen. Da nehmen wir ein bisschen unseren hellgrauen Beton. Gleich nach der Garage wollen wir nochmal auf die Vorderseite gehen. Hier wollen wir natürlich noch oben ein paar Dachfenster uns einmal bauen. Nimm dir dafür deinen weißen Beton. Geh jetzt hier einfach hin und lass 2 Blöcke Platz. Dann sagen wir hier 2 hin. Einen freilassen, 2 hin. So, oben einen in der Mitte hin. Und das ist schon mal so ein bisschen unser Dachfenster. Jetzt lasst ihr immer 2 Blöcke Platz. Man könnte hier wieder so ein Fenster euch einmal machen. Das geht komplett hier auf. Ihr seht, hier auf der anderen Seite sind auch nochmal 2. So, können wir das hier einmal nach vorne ziehen. Und dann wollen wir auch hier einmal unser Weißbeton auch ein bisschen dicker machen und lasst das hier einfach einmal überstehen vorne. Weiter geht's natürlich nun jetzt mit unserem Dach. Ne, da verpassen wir jetzt mal unseren Häuschen ein bisschen mehr Optik. So, dafür nehmen wir jetzt einfach unseren türkisen Zement. Wir fangen erstmal bei unserem Hauptdach an. Das ist natürlich hier ein bisschen der einfachste Teil. Hier setzen wir einfach unsere Blöcke hier einfach mal so rauf. Wunderbar. Zur anderen Seite auch einmal überstehen lassen. So, zu den Seiten weg lassen wir natürlich auch überstehen. Und wenn wir das dann soweit haben, können wir jetzt das hier, oh, das, was ich jetzt hingezogen habe, einfach mal zur anderen Seite ziehen. Und da lassen wir es auch natürlich nur einmal überstehen, ne? Bei unseren kleinen Dachfenstern, die wir hier haben, wollen wir natürlich auch noch ein Dach einmal raufsetzen. Das lassen wir natürlich wie immer einmal überstehen. Ja, dann sieht das schon mal ein bisschen schicker aus. Und müssen wir natürlich hier dreimal machen, bei unseren ganzen Fenstern hier. Wenn wir die Dächer dann natürlich auch noch nachgezogen haben, bleiben wir auf der Vorderseite und wollen das Dach ein bisschen weiter nach vorne überstehen lassen. So, hier machen wir eigentlich ein ganz einfaches Muster. Wir nehmen jetzt hier so einen Zweier. Ne, wir haben ja schon diesen Einer. Machen dann noch so einen Zweier, der so ein bisschen schräg geht. Und dann noch einen Einer. So, das ist das Vordach, was wir hier haben. Das ziehen wir hier einfach mal zur anderen Seite. Wenn wir das Dach dann hier soweit vorgezogen haben, wollen wir natürlich noch unserer Garage ein weiteres Dach verpassen. Hier gleiches Prinzip, wie wir das jetzt beim Großen haben. Erstmal setzen wir an den Seiten hier was hin. Und wenn wir jetzt, wenn wir hier kein Pyramidendach machen, sondern hier ist einfach ein plattes Dach drauf. Das heißt, ja, füllt einfach hier einmal die Fläche. So, das war es dann auch erstmal mit unserem Dach. Jetzt geht es weiter, dass wir jetzt nicht gleich die Fenster und Türen einbauen, sondern wir machen jetzt erstmal die Terrasse auf der Vorder- und Rückseite.
Schnapp dir dafür jetzt einfach mal deine... Na, nehmen wir mal die Birkenholztreppen erstmal. So, da fangen wir einfach hier an der Seite vom Haus an und setzen jetzt 1, 2, 3, 4 Treppen einfach mal umgedreht nach vorne weg. Ja, dann quer einmal von unserem Haus einmal rüber. Und hier auf der anderen Seite geht es wieder ran. Nur, dass wir jetzt hier nicht genau am Ende des Hauses machen, sondern lassen jetzt hier einen Block noch so ein bisschen Platz. Den Innenbereich kannst du dann ganz einfach mit den Birkenholzblöcken einmal ausfüllen. Man möchte natürlich ja noch auf die Terrasse kommen. Von daher suchen wir jetzt hier noch so einen kleinen Weg, wie wir hier hochkommen. Ich würde jetzt einfach sagen, wo ich mir das hier mal natürlich markiert habe. Aber wo ist denn das? Also ich fange jetzt hier auch einfach mal auf der rechten Seite an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. So, nach der fünften Treppe, also 6 und 7, könnt ihr dann hier weghauen und setzt da einfach ein paar Stufen hin. So, wenn wir das haben, fliegen wir jetzt einmal auf die Rückseite. Wollen wir natürlich auch noch eine Terrasse uns einmal machen. Hier fangen wir jetzt auf der Rückseite einfach mal auf der linken Seite an zu zählen. Wir nehmen wieder unsere Treppen einfach zur Hand. Und lassen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, ja, sagen wir mal 5 Blöcke Platz. Ab den 6. könnt ihr hier 2 Treppen so nach vorne einmal setzen. Und zur Seite gehen wir noch 1, 2, 3 weitere Treppen. So, den Innenbereich hier könnt ihr einfach mal mit unseren Blöcken ausfüllen. Und hier an der Seite setzt ihr einfach 2 Stufen hin. Wir bleiben gleich auch hier bei der Terrasse. Hier könnt ihr hinten einfach mal etwas freihauen für unsere, ja, Hintertür. Machen wir einfach 4 Blöcke hier einmal weg. So, hier unten könnt ihr dann einfach nochmal eure Holzblöcke einmal hinsetzen und oben setzen wir dann nochmal unsere Quarzstufen hin. Wenn wir sowieso schon mal dabei sind, können wir auch gleich mal mit unserer weißen Keramik hier die Tür einmal reinsetzen. Wir platzieren auf der Rückseite auch gleich noch 2 weitere Fenster. Eins auf der linken Seite. Ihr lasst einfach 2 Blöcke Platz zur Tür und schlagt hier einfach in 2x3 Fenster rein. Unten setzt ihr immer die Prismarinstufen hin und oben einfach unsere Quarzstufen. So, auf der anderen Seite lassen wir 4 Blöcke Platz und schlagen hier ein 3x3 Fenster einfach mal frei. So platzieren wir wieder natürlich unsere Stufen einmal. Und wenn wir das haben, biegen wir jetzt einmal zur Seite ab und wollen natürlich noch hier noch uns ein paar Fenster verteilen. Da achten wir eigentlich genau, wie wir das jetzt auf der Rückseite schon haben, von der Höhe so ein bisschen. Jetzt mache ich mir hier einfach mal ein 4x3 Fenster rein. An der Seite ruhig 2 Blöcke Platz lassen, das sieht ganz gut aus. So, dann wieder unsere Stufen einmal hin. Und dann möchte ich mir natürlich hier oben in der Mitte auch nochmal was machen. Und dann mache ich mir jetzt einfach hier ein 3x2 Fenster. So schön in der Mitte hier, auch hier wieder unsere Stufen einmal hin. Und wenn wir das haben, gehen wir jetzt auf die Vorderseite. Bevor wir uns jetzt unten einmal widmen, machen wir hier oben noch die Fenster ein bisschen fertig. Da nimmt ihr einfach, würde ich mal sagen, hier einfach nur eine Stufe, die hier unten einmal platziert. Und dann geht es natürlich schon weiter hier bei unserer Terrasse. Wir hatten ja, sag ich mal, hier unseren Weg nach oben gemacht. Und gleich dahinter auf der gleichen, also auf dem gleichen Maß, schlagen wir hier 4 Blöcke einmal weg. Und da können wir einmal den Boden hier austauschen durch unsere Terrasse. Setzen natürlich hier gleich einmal unsere Tür mal rein. Wunderbar. So, Quarzstufen natürlich einmal darüber. Jetzt machen wir an den Seiten natürlich noch 2 Fenster hin. So, auf der rechten Seite lassen wir einfach eine Blockreihe Platz und schlagen dann hier einfach so ein 3x3 Fenster rein. Natürlich setzen wir wieder unsere Stufen einmal hin. Und auf der anderen Seite würde ich mal sagen, lasst ihr 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir hier einfach mal, ich würde mal sagen, 5 Blöcke weg auf eine 3er Höhe. So, natürlich wieder unsere Stufen einmal hier hin. Tja, dann haben wir eigentlich fast jede Seite fertig, bis auf die letzte Seite hier. Und hier wollen wir natürlich auch nochmal einfach ein 3x2 Fenster uns platzieren, so wie wir es auf der anderen Seite schon haben. Und dann wären wir mit den Fenstern erstmal durch. Um das Haus von Andy jetzt abzuschließen, holt euch einfach noch ein paar Knöpfe raus. Ich empfehle jetzt einfach mal Steinknöpfe und diese Schwarzsteinknöpfe passen eigentlich ganz gut. So, Glasfarbe für Haus, wieder freie Wahl. Meine Empfehlung wie immer, türkises Glas finde ich ganz passend. Dann holen wir so ein bisschen schwarzen Beton raus. Ist jetzt nur dafür gedacht, wenn du das Haus dir natürlich nicht einrichten willst. Ist ja meistens immer so ein Deko-Haus, ne? Von daher verkleide ich mir das ein bisschen mit schwarzem Beton. Aber es passt auch mal ganz gut, wenn man blauen Beton nimmt oder ja, was man möchte. So, dann holen wir so ein paar Turitmauern raus und Fichten-Zauntor. So, wir machen erstmal natürlich das Einfache. Und das Einfache wäre jetzt einmal, dass wir schon mal unsere Glasblöcke hinter unseren Fenstern hier einmal platzieren. Und wie gesagt, wenn du es dir natürlich nicht einrichtest, nimm dir noch ein paar Dekoblöcke und verkleide die Fenster. Sieht einfach immer schicker aus. Meine Fenster habe ich verkleidet. Ich finde das ganz passend. Jetzt kommen wir mal einmal zu unseren Knöpfen, die wir haben. Also, die Steinknöpfe sind natürlich für unsere Türen gedacht. Der schwarze Knopf, den wollte ich mehr natürlich für die Garage nehmen. Ich finde das ganz passend zu dem Beton. Und da fällt mir gerade auf, ich habe noch gerade was übersehen bei den Knöpfen liegen. Und zwar, haha, bei unserer Garage habe ich nicht dran gedacht. Müssen wir nochmal unsere glatte Quarzstufe nehmen. Und zwar müssen wir hier drüber auch nochmal eine weitere Strebe langziehen. Das sieht ein bisschen besser aus, ne? Hebt die Garage noch ein bisschen hervor. So, ansonsten passt das Ganze. Jetzt kommen wir natürlich noch zu unserer Terrasse, die noch ein bisschen zu verfeinern. Also, wir machen jetzt hier einfach mal so ein kleines Gelände hin, abwechselnd immer mit unserer Mauer und unserem Zauntor, was wir hier einmal haben. Ihr werdet sehen, das geht hier alles schön perfekt auf. So, ziehen wir uns das hier einmal auf der Vorderseite mal so lang.
Wunderbar, das geht auf. So, jetzt wollen wir natürlich noch das Ganze ein bisschen abstützen, denn das sieht ein bisschen komisch aus, wenn unser Dach natürlich einfach so frei schwebt. So, und zwar komplett an den Seiten könnt ihr hier das einmal nach oben ziehen. So schön hier zur Abstütze. Auf der anderen Seite machen wir es natürlich gleich mal hier mit. So, dann fällt das hier schon mal nicht zusammen. Und ich würde es noch ein bisschen stabiler machen. Das heißt, da, wo wir, sag ich mal, auf die Terrasse kommen, an den Seiten ziehen wir das auch noch einmal komplett bis nach oben hin. Wunderbar. So, jetzt kann man es auf der Vorderseite so lassen. Kommen wir aber noch zur Rückseite. Und zwar haben wir hier so, naja, ob es nur eine Terrasse nennt, würde ich mal nicht sagen. Aber hier würde ich das auch noch machen, dass wir jetzt hier einfach mal eine Mauer und einen Sounder hier an der Seite platzieren. Einfach so als leichtes Geländer. Nach vorne würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Kann man, wenn man möchte. Aber ich finde das hier ein bisschen eng. Von daher würde ich sagen, lassen wir es hier einfach nur an der Seite. Tja, typisch Andy wohnt natürlich jetzt auch bei uns hier in der Stadt. Jetzt gucken wir natürlich noch so einmal an, wie man das Häuschen natürlich noch ein bisschen optisch gestalten kann von der Fläche ringsrum. Da habe ich mich so ein bisschen gerichtet, wie es natürlich in den Episoden zu sehen war. Ja, Vorgarten eigentlich ganz typisch, ein bisschen Gras, ein paar Blümchen kann man sich machen. Man kann sich natürlich noch so einen schönen Weg machen, ne, der zur Garage führt und natürlich hier einmal zum Haus, so einen kleinen Kiesweg. Auf der Terrasse war nicht allzu viel zu sehen. Da stand halt hauptsächlich immer halt eine kleine Bank und vielleicht ein Tisch, den ich mir hier einfach mal ein bisschen dargestellt habe. Mehr war da aber auch nie. Auf der Rückseite vom Garten her von typisch Andy, ja, viel hatten sie nicht unbedingt. Also ich habe hier einfach nur ein Bäumchen gepflanzt, Büsche hin, fertig. Ne? Könnt noch ein bisschen Gras euch verteilen und das war's eigentlich. Tja, typisch Andy, ja typisch Andy. Jetzt wohnt er auch hier bei uns in der Stadt. Nun gucken wir mal natürlich, was wir als nächstes bauen wollen in unser Cartoon für dich. Ich habe ja gelesen, nee, es würde ja ein bisschen mehr gewünscht, ein paar alte Cartoons sehen. Da gucke ich mal ein bisschen rein. Ich habe auch schon wieder ein bisschen was entdeckt, so von alten Sachen. Ja, da wollen wir mal gucken, was wir da basteln. Ja, aber ansonsten vergiss natürlich wie immer nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bleibst du immer auf den aktuellen Stand. Schau noch gerne bei uns in der Infobox nach. Da gibt es noch ein paar tolle Videos, die ich dir zusammengestellt habe. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein, bleib gesund und ciao.